Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Lesung. Heute aus dem Buch Einblick in die unsichtbare Welt, weil ich einen Kommentar von euch, von Frank, erhalten habe. Der hat mich nämlich gefragt, ob ich was über die Seele habe. Ja, hier in dem Kapitel steht was über die Seele und zwar über die Reisen der Seele im Schlaf und auch über den Geist, die Einwirkung dessen, was die Seele während des Schlafes mitbringt für Erfahrungen und Erkenntnisse. Und dass das Gehirn von uns dafür empfänglich sein kann. Wenn nicht, dann muss man seinen Körper noch mehr besser trainieren und läutern und sein Gehirn für die Geschenke der Seele empfänglich machen. Ein sehr, sehr empfehlenswertes Kapitel, das jetzt kommt. Auch mit praktischen und Methoden, mit einer praktischen Anleitung, mit Methoden. Und dass der Schlaf weit mehr ist als einfach nur liegen und schlafen. Es ist nämlich ein weiteres Wirkungsfeld. Es gibt noch viel zu tun. Also dann viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Einblick in die unsichtbare Welt. Omram Mikhail Ivanov, Rai Isfor, Band 228. Kapitel 16. Die Reisen der Seele im Schlaf. Der Mensch verbringt ungefähr ein Drittel seiner Existenz mit Schlafen. Denkt man darüber nach, so kann man nur erhoffen, dass diese Zeitspanne nicht ganz verloren gehe, sondern zu konstruktiven Aktivitäten verwendet werde. Natürlich dient der Schlaf dazu, die am vorhergehenden Tag verbrauchten Energien zurückzugewinnen. Der Vorgang geht aber nicht automatisch vor sich. Damit befasst sich der physische Körper mit Hilfe des ätherischen Körpers. Warum sollten, während der physische Körper wieder zu Kräften kommt, Seele und Geist nicht die Möglichkeit haben, Verschiedenes zu lernen oder eine Arbeit zu verrichten? Eine Arbeit im Schlaf zu verrichten. Für viele ist diese Idee etwas Neues. Das sehe ich wohl ein. Jedoch ist diese Arbeit möglich, sogar wünschenswert. Ihr solltet es niemals vergessen. Vor dem Einschlafen stellt den Kontakt her mit den Regionen des Universums, die ihr gerne besichtigen möchtet, um den dort beheimateten Wesenheiten zu begegnen und von ihnen zu lernen. Diese erhabenen Geister werden euch als Schüler annehmen, vorausgesetzt ihr legt eine gewisse Stabilität, Treue, Uneigennützigkeit an den Tag. Ihr müsst euch auch zu den notwendigen Anstrengungen bereit erklären, die die Zulassung an ihre Schule erfordert. Sie bestehen zunächst in bloßen Vorbereitungen. Auf Erden wird niemand ohne Ausbildung, ohne vorangegangenes Studium an der Universität zugelassen. Genauso steht es mit den himmlischen Universitäten. Bestimmte Bedingungen müssen ebenfalls erfüllt werden. Deshalb solltet ihr euch jeden Tag sagen, Vorsicht, ich darf nicht vergessen, mich auf den Schlaf vorzubereiten, stets aufpassen, mich mit nichts Überflüssigem belasten, für den Aufbau meines Gehirns, meines Herzens, meiner Lunge und so weiter, die geläutertsten, lichtvollsten Elemente aus der Nahrung, aus meinen Gedanken und Gefühlen bevorzugen, damit ich leichter, scharfsinniger und aktiver werde. Übt euch darin, von nun an euren physischen Körper zu läutern und zu erleuchten. So wird es euch einmal gelingen, auch wenn ihr dem Körper ein paar Stunden Ruhe gönnt, mit eurem Geist andererseits weiterzulernen, zu arbeiten und sogar den Menschen beizustehen. Wer seinen Körper nie trainiert hat, ein Instrument des Geistes zu werden, verfügt über keine Möglichkeit, sich im Schlaf für eine Arbeit in der unsichtbaren Welt freizumachen. Er bleibt an seinen Körper gebunden und dreht sich die ganze Nacht um ihn herum. Sein bleierner Schlaf wird von bedrückenden Träumen durchzogen. Im spirituellen Leben sollte man sich über die bedeutsame Rolle des physischen Körpers im Klaren sein. Ist dieser nicht trainiert, so wird der Geist gehindert, auf Reisen zu gehen, um seine Arbeit zu machen. Ja, es gibt verschiedene Arten von Schlaf.
wüssten die meisten Menschen, welche Regionen der psychischen Ebene sie in ihrem Schlaf besuchen, dann wären sie entsetzt. Sie warten herum im Sumpf ihrer schlechten Gewohnheiten und groben Begierden. Sehr wenige von ihnen sind fähig, sich loszulösen, um ihren physischen Körper freiwillig zu verlassen, den Raum zu durchqueren, andere Regionen, andere Wesenheiten zu entdecken. Es ist schwierig, natürlich, aber es lohnt sich, einen Kontakt mit den reichhaltigsten und prachtvollsten Realitäten der unsichtbaren Welt herzustellen. Vermag eure Seele im Schlaf aus dem Körper auszutreten, so verhält sie sich nicht passiv, sondern reist herum, betrachtet die Unendlichkeit, kommuniziert mit den himmlischen Geistern, wird durch Erkenntnis der Liebe, der Weisheit und der Wahrheit gestärkt. Wenn sie zurückkehrt, bringt sie all diese Offenbarungen als Erinnerung mit und versucht, sie dem Gehirn weiterzugeben. Diese Erinnerung, eben das sind die Träume. Aus diesem Grunde sollte man sich sofort an seine Träume gleich beim Erwachen zu erinnern versuchen, denn in jenem Moment schweben die bedeutsamsten Bilder noch im Gehirn. Manchmal tauchen die Träume im Laufe des Tages im Gedächtnis wieder auf. Es ist jedoch besser, sich ihrer gleich beim Aufwachen zu erinnern. Ihr solltet es wirklich versuchen, denn durch diese Gewohnheit wird es euch leichter fallen, bestimmte erlebte Experimente in Erinnerung zu bringen, sogar bestimmte Vorwarnungen und Ratschläge, die als Richtschnur für den neuen Tag dienen könnten. Vielleicht werdet ihr sagen, aber warum kommt bei mir so etwas nie vor? An solche Träume erinnere ich mich nicht. Das kommt daher, dass euer Gehirn noch nicht imstande ist, die Prägungen, die Bilder in sich aufzunehmen, die die Seele von ihren Reisen in der unsichtbaren Welt mitbringt. All diese grundlegenden Wahrheiten prägen sich tief in die ätherische Ebene ein. Ihr werdet sie eines Tages vernehmen, auch wenn es nicht gleich geschieht. Bestimmte Offenbarungen werden euch plötzlich wie in einer Blendung zuteil. Seit langem sind sie in eurem Unterbewusstsein gespeichert und tauchen jetzt an der Oberfläche auf. Früher wart ihr doch noch nicht so weit, um sie gewahr zu werden. Da das Gehirn an einem günstigen Augenblick unter guten Voraussetzungen stand, konnte das Licht plötzlich aufleuchten. Aber um dieses Ereignis zu erleben, ist es schon notwendig, ein hohes Ideal und sehr viel Liebe zum Erhabenen in sich zu tragen. Für die meisten Menschen, die kein wirklich spirituelles Verlangen spüren, wird ein solches Erlebnis nie eintreten. Meistens bleibt ihre Seele wie gelähmt, gefesselt neben dem Körper. Gelingt es ihr ausnahmsweise, sich loszureißen und aus dieser Erkenntnis ein paar Brocken aufzufangen, so wird es ihr bei ihrer Rückkehr kaum gelingen, diese dem Gehirn mitzuteilen. Solange das Gehirn nicht genügend entwickelt, nicht dafür empfindlich ist, kommen ihm alle Entdeckungen der Seele fremd vor. Diese prägen sich nur auf den ätherischen Körper ein, wie übrigens alles andere. Der Vorgang geht automatisch vor sich. Um in die Substanz des Gehirns wirklich einzudringen, ist eine große Zeitspanne erforderlich. Nicht selten ist alle Mühe vergebens. Das abgestumpfte Gehirn braucht oft Jahre, um diese tiefgründigen Wahrheiten, die die Seele schon längst erkannt hat, wahrzunehmen. Es mag sogar nie so weit kommen. Ihr solltet euch also daran gewöhnen, auf die Substanz eures physischen Körpers einzuwirken, sie zu läutern, damit sie empfindlich rezeptiv werde. So können allmählich die Realitäten der göttlichen Welt immer tiefer in eure Seele eingeprägt und auf das Gehirn übertragen werden. Eine klare Vision des Universums zu haben, ist für mich höchst wichtig. Um sie zu erlangen, ist der Besuch von Schulen und Bibliotheken nicht unerlässlich, denn diejenigen, die in den Schulen Lehren oder Bücher geschrieben haben, sind nur sehr selten von erhabenen himmlischen Wesenheiten inspiriert worden. Wenn ich ein Buch lese, frage ich mich immer, ob sein Inhalt der Wahrheit entspricht, denn ich möchte von denen belehrt werden, die wirklich wissen. Öfter verweilen solche Wesen nicht mehr auf Erden. Man sollte sie aufsuchen, sich durch den Geist mit ihnen verbinden. So werden einem eines Tages Offenbarungen und Entdeckungen vergönnt. Sicher seid ihr schon morgens mit der Empfindung aufgewacht, etwas hätte sich in eurem Bewusstsein geklärt. Ihr habt keine Ahnung, woher das kommt. Es ist, als hättet ihr etwas gesehen und gehört, etwas begriffen. Ihr wisst aber nicht, wo und wie es geschehen ist
Ihr spürt nur, dass ihr etwas Neues und Kostbares gelernt habt. Es sind Offenbarungen, die euch göttliche Wesenheiten gemacht haben. Das, was in den Schulen und an den Universitäten gelehrt wird, ist meistens eine sehr verblasste Spiegelung der Wahrheit. Die wirkliche Realität der Dinge könnt ihr euch lediglich in den höheren Regionen aneignen. Aus diesem Grunde solltet ihr euch nicht auf die Bücher der Bibliotheken stürzen. Den Schlaf könnt ihr zu Lernzwecken benutzen. Ihr solltet das nie vergessen. Und bittet die Wesenheiten der Weisheit um Aufnahme in ihre Schule. Vielleicht erinnert ihr euch beim Aufwachen nicht mehr an das Gesehene oder Gelernte, es wird aber doch weiterhin eingeprägt bleiben. Eines Tages werdet ihr ganz erstaunt feststellen, dass sich vieles in eurem Wesen geklärt hat. Ihr solltet verstehen, wie heilig der Schlaf werden kann, wenn man mit der Absicht einschläft, in der anderen Welt zu studieren. Denn dort eben wird die wirkliche Initiation gewährt. In der Nacht verlässt also der Schüler seinen Körper, um mit seinem Meister zusammenzukommen. Bei ihm bildet er sich aus. Wenn er am Morgen die Augen aufmacht, lebt die Empfindung von etwas Schönem, Lichtvollem, das ihn den ganzen Tag begleitet und unterstützt, in ihm weiter, auch wenn er sich nicht genau an all das erinnert, was er gesehen und verstanden hat. Auch ich spreche euch an und erkläre in der Nacht alles, was ich euch auf der physischen Ebene noch nicht offenbaren kann. Es wäre verfrüht, ihr könntet es nicht erfassen und jetzt noch nichts damit anfangen. Die Wahrheiten, die ich euch hingegen durch meine Gedanken übermittle, üben allmählich eine Wirkung auf euer Bewusstsein aus. Wenn ihr einmal so weit seid, sie aufzufangen und mit ihnen zu arbeiten, werden sie sich von selbst offenbaren. Das, was ein Eingeweihter nicht während des Tages zu tun vermag, weil dieser zu kurz ist, führt er in der Nacht aus. Im Laufe eines Tages kann er nur eine kleine Anzahl Menschen bei sich empfangen und jeden höchstens 15 oder 20 Minuten lang. Niedergeschlagen und gequält kommen sie zu ihm. Wie kann er ihnen denn in so kurzer Zeit behilflich sein? In der Nacht hingegen vermag ein Eingeweihter an verschiedenen Orten zugleich zu erscheinen, um denen, die seiner Hilfe bedürfen, beizustehen. Sein physischer Körper liegt bewegungslos da, während sein Geist überall hinkommt und den Menschen Hilfe und Erleuchtung entgegenbringt. Sein Geist schläft nicht, sondern setzt seine Aktivität fort. Da liegt eben der Unterschied zwischen einem Eingeweihten und einem gewöhnlichen Menschen. Auch ihr könnt mit dieser Arbeit anfangen. Denkt an alle Kreaturen auf Erden, die unglücklich sind und im Dunkeln leiden. Auch ihr seid imstande, sie in der Nacht zu unterstützen, vorausgesetzt, ihr habt gelernt, euch auf den Schlaf vorzubereiten. Sagt euch, bevor ihr einschlaft, diese Nacht werde ich meinen Körper verlassen, um in der unsichtbaren Welt weiterzulernen und versuchen, den Bedürftigen zur Seite zu stehen. Vor dem Einschlafen solltet ihr niemals vergessen, euch ein großartiges Ziel, eine bestimmte Arbeit im Jenseits zu setzen, denn von solchem Gedanken eben hängt alles ab. Ihr müsst euch schon tagsüber bemühen, ein vernünftiges Leben zu führen. Das ist klar, sonst werden meine Ratschläge unwirksam bleiben. Das Murmeln von ein paar Worten vor dem Einschlafen genügt nicht. Habt ihr den Tag in innerer Aufregung, in Emotionen und Leidenschaften verbracht, dann ist während des Schlafes keine besonders wirksame Arbeit zu erhoffen. Eure Seele wird nur um euren Körper herumschweben, ohne fähig zu sein, sich davon zu entfernen. Falls ihr euch Gedanken über bestimmte Probleme und Fragen macht, vermögt ihr sie auch im Schlaf zu lösen. Schreibt sie nieder auf ein Blatt Papier und schiebt es unter euer Kopfkissen. Ihr solltet selbstverständlich keinen Engel erwarten, um euch ausführliche Erläuterungen mitzuteilen, wie es ein Mensch tun würde. Eine Antwort werdet ihr bestimmt bekommen, aber in Form von einer Empfindung, einem Gedanken. Etwas wird euch beim Erwachen einleuchten. Diese von mir angeratenen Übungen beruhen auf einer tiefen Kenntnis der seelischen Struktur des Menschen und deren Funktionsfähigkeit. Das solltet ihr wissen. Die Tatsache, dass man mit einer ganz besonderen Sorge einschläft, löst im Unterbewusstsein gewisse psychische Mechanismen aus. Viele Forscher sind bereit zu erkennen, dass sie in ihrem Schlaf die Lösung mancher beunruhigender Probleme gefunden haben. Jeder von uns kann die Arbeit, die während des Schlafes im Unterbewusstsein vor sich geht, immer für die Verwirklichung seiner Pläne, seiner Ideen verwerten. Möchtet ihr eure Wünsche in die Tat umsetzen, einem Mangel abhelfen, euch eine gute Eigenschaft aneignen,
Ihr solltet lange meditieren und mit dem Gedanken an diesen Wunsch, an jenes Problem einschlafen. Die Gedanken werden in eurem Schlaf weiterarbeiten. Als ich jung war, machte ich unzählige solcher Übungen. Mir ist es sogar gelungen, durch Autosuggestion mit meiner Schüchternheit fertig zu werden. Damals war ich über alle Maße schüchtern. Ich ging mehrmals an einem Geschäft vorbei, ohne mich hineinzuwagen. Hatte ich einen Unbekannten anzusprechen, so redete ich gehemmt. Wenn meine Schwestern ihre Freundinnen mit nach Hause brachten, schloss ich mich in meinem Zimmer ein, bis sie weggingen. Mir wurde eines Tages bewusst, dass ich doch etwas dagegen tun sollte, sonst würde ich mein Leben lang benachteiligt sein. Ich entschloss mich also, etwas zu tun. Wie habe ich es angestellt? Damals war ich sehr jung und unerfahren. Jetzt würde ich niemandem die von mir angewandte Methode empfehlen, denn sie ist etwas gefährlich. Ich konzentrierte mich auf einen glänzenden Gegenstand und versuchte, mich zu überzeugen, ich hätte meine Schüchternheit überstanden. Ich visualisierte mich sogar, wie ich dabei war, all das zu tun, wozu ich mich im Alltagsleben nicht traute. Meine Konzentration war so intensiv, dass ich mich durch Selbsthypnose zum Einschlafen brachte. Dieses Experiment machte ich mehrmals. So kam die Genesung. Jetzt würde ich mich in solche Experimente nicht mehr einlassen, denn daraus können sich womöglich sehr schädliche Konsequenzen ergeben. Die Verwendung des Schlafes zur Verwirklichung bestimmter Pläne wirkt sich sehr günstig aus, vorausgesetzt man stellt es vernünftig an. Ihr wisst zum Beispiel, dass euch jemand nicht besonders zugetan und nur darauf aus ist, euch zu schaden. Könnt ihr ihn nicht besuchen, um euch auszusprechen, so schlaft mit dem Gedanken ein, ihr werdet ihn in der Nacht aufsuchen und ihm sagen, hör mal, mein Lieber, auch wenn es dir gelingt, mir zu schaden, was wirst du dabei gewinnen? Eine Weile wirst du dich erfreuen. Ich selber werde etwas durchzustehen haben, aber dieses Leid wird mich stärken. Du bist es, der daran verliert, und außerdem wird dein Karma dadurch größer werden. Lass also die Hände davon. Solch eine Angelegenheit ist für dich ungünstig. Euer Verhalten wird sein Unterbewusstsein beeinflussen. Vielleicht mag eine Wandlung in ihm vor sich gehen. Sollte diese nicht eintreten, dann habt ihr wenigstens gelernt, eure Gedanken zu einer weiteren Arbeit auszunutzen. Es gibt noch eine Menge anderer Umstände, in denen man den Schlaf zu bestimmten Zwecken verwerten kann. Diese Umstände solltet ihr herausfinden und selbst entdecken, dass all diese im Schlaf verbrachten Stunden nicht als eine tote Zeit zu betrachten sind, sondern als ein anderes, neues Tätigkeitsfeld, für welches keine Zeit am Tage übrig bleibt. Ihr seht es also ein. Der Bereich des Geistes ist unermesslich und dehnt sich bis ins Unendliche aus. Schlaft gut. Gute Nacht. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Alles Gute. Tschüss. Eure Miri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Mhm.